Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wie immer Dienstag. Heute ist mal der 8. September. Wir haben 10.05 Uhr und starten mal in unsere Fraktionssitzung nach der vergangenen Plenarwoche. Top 1 schieben wir noch ein bisschen, die Abstimmung über nicht öffentliche Teile, und gehen mal direkt zu Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Und ich würde wie immer vorschlagen, dass wir kurz mit der Pressestelle anfangen. Ingo, bitte. Ja, schönen guten Morgen. Wir hatten in der letzten Plenarphase einige Zeitungsartikel und Medienartikel generiert zu den dominierenden Themen, wie jetzt Flüchtlinge und Pflege, aber auch Haushalt und der LDI-Dame Frau Block und auch zum New Park am vergangenen Freitag. Gucken wir nach vorne. In dieser Woche werden wir noch ein Video produzieren zum Thema ÖPNV und der als Ankündigung unserer Anhörung nächste Woche zum autonomen Fahren. Das ist auch schon bereits in der Mache zwischen dem ÖPNV-Team und Jaroslav. Ansonsten gibt es dann noch die Anhörung zu den kommunalen Haushalten, wobei ich es da momentan ein bisschen schwierig finde, bereits heute schon das einplanen zu können, da es offensichtlich, da müssen wir noch mit dem Haushaltsteam im Detail sprechen, aber wahrscheinlich werden wir es schwer haben, unsere Kernthemen da in den Fokus zu rücken. Müssen wir gucken, ob wir das dann entsprechend begleiten können oder sagen, dann ist das halt so und dann machen wir da nichts zu. Müssen wir nochmal schauen. Ansonsten haben wir gestern Plakate in Druck gegeben für die Veranstaltung am 16.09. in Bielefeld. Das Team der Verfassungskommission wird dort vor Ort sein bei den Bielefelder Piraten und über die Verfassungskommission berichten. Um die Veranstaltung zu promoten, haben wir Plakate in Druck gegeben. Die werden Ende der Woche aufgehangen in Bielefeld, um darauf aufmerksam zu machen. Und das war es im Prinzip. Fertig. Vielen Dank. Ich habe den Olli auf der Liste, möchte aber noch kurz anmerken, dass wir neben der Veranstaltung in... Du auch? Okay, entschuldige, Dietmar. Dass wir im Bereich der anstehenden Termine in diesem Zusammenhang, nämlich nur kurz darauf hingewiesen haben, 16.09. also die Veranstaltung in Bezug auf die Verfassungskommission. Jetzt kommenden Samstag ist die Veranstaltung von uns, die Olaf initiiert hat in Bezug auf Kinderrechte. Und zusätzlich ist auch noch am Samstag die Stopp-VDS-Veranstaltung, die Freiheit statt Angst in Neuss zu Gast, fällt mir dabei gerade ein. Aber das können wir nachher nochmal unter Sonstiges packen. Creon und dann Dietmar. Ich mache trotzdem an der Stelle weiter, nämlich am Samstag ist ja auch der Tag vor den Bürgermeisterwahlen, jetzt aus seit Köln. Eher zu meiner eigenen Erinnerung sage ich dem Ingo, ich könnte Plakate brauchen, weil ich nämlich in Lemgo und Bad Salzuflen bin. Und das ist sozusagen an Bielefeld dran. Dietmar? Ja, Ingo, du sprachst an die Frage Haushalt, Kernthemen bzw. Schwerpunktthemen. Der Haushalt oder die Haushaltsdebatte eignet sich selbstverständlich immer in jedem Teilbereich auch entsprechend, weil nun mal auch Kernthemen, Kernanliegen kosten auch Geld, die Haushaltsdebatte dafür zu benutzen. Die Referentinnen und Referenten, wie aber auch alle MDL, sind selbstverständlich gebeten und gehalten, hier einen entsprechenden zentral dann bei David und Matthias zusammenlaufenden Input bzw. Anregungen zu geben, wie wir das aus den jeweiligen Ressorts dann gebündelt vortragen können. Und es gibt ja in der zweiten Lesung bekanntlich auch zu jedem Einzelplan entsprechende Debatten, wo dann die jeweiligen Themen entsprechend bespielt werden können. Dankeschön. Es gibt allerdings, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, hallo lieber Stream, wir propagieren ja nicht zuletzt auch das, was man gemeinhin Bürgerhaushalte nennt, die Basis TM, wie aber auch jeder andere, der uns zuschaut oder das vielleicht als Konserve sich gönnt, ist natürlich gerne gesehen, wenn er denn uns
einem von uns, MDL oder auch bekannten Referenten oder einfach auch zentral an die Fraktion Anliegen schicken möchte, mitteilen möchte, welche haushaltsrelevanten Problematiken er gerne im Rahmen der Haushaltsdebatte für 2016 aufgegriffen sehen möchte. Wir würden das dann prüfen und gegebenenfalls auch entsprechend einarbeiten wollen. Dankeschön. Vielen Dank, Dietmar. Ich schaue jetzt gerade selber noch mal über das Protokoll. Dann würde ich nämlich ganz gerne Hartmut bitten, seinen allerersten Fraktionsgeschäftsführungsbericht der vergangenen Woche hier öffentlich abzugeben. Ich freue mich. Hartmut. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe in der letzten Woche am Dienstag hier angefangen und habe dann erstmal versucht, mich in die Arbeit erstmal einen ersten Überblick zu verschaffen. Habe also Gespräche mit Britta Millauer geführt, was den einen Bereich betrifft, und Gespräche mit Kerstin Brinkmann geführt, was den anderen Bereich betrifft. Und habe so erstmal einen ersten Überblick darüber gewonnen, was da alles ansteht, aber auch was aktuell schon mal ansteht. Habe dann mit Monika eine Übergabebesprechung gemacht. Das wird sicherlich nicht die letzte Besprechung sein. Ich werde das ein oder andere Mal noch auf dich zukommen müssen. Aber das haben wir sozusagen auch schon mal gemacht. Ich hatte die Gelegenheit, im Plenum mir die ein oder andere den ein oder anderen Debattenbeitrag anzuhören. Das war für mich natürlich sehr spannend. Ich habe mich auch dem Betriebsrat vorgestellt und wir haben schon mal angefangen, uns gegenseitig kennenzulernen. Und haben jetzt erstmal vereinbart, dass wir uns in der nächsten Zeit erstmal alle 14 Tage mal treffen. Je nachdem, wie es dann weitergeht, wird das dann auf alle, wird das dann auf monatlich reduziert werden. Ich hatte gestern meine erste Referentenrunde und wir haben uns dort ein bisschen ausgetauscht und das Kernthema war, dass wir schauen müssen, dass wir jedes einzelne Thema, was hier behandelt wird, auf Kampagnenfähigkeit überprüfen müssen, auf die Möglichkeit, wie kann man das in Kommunikation umwandeln. Soweit erstmal. Vielen Dank, Hartmut. Wir hatten ja auch gestern ein paar Sachen in Bezug auf das vergangene Plenum. Wir haben da einmal heute auch einen Top auf der Tagesordnung in Bezug auf die Tagesordnung selbst hatten wir auch eingehend, das habe ich dann einfach mal mit auch draufgenommen, die Anfragen und bitten halt denen, dass wir einmal kurz in die letzte Woche schauen in Bezug auf den Pflegestreik und einmal natürlich das, was vielen auf der Zunge und unter Nägeln und sonst wie brennt, halt dem Bereich der Flüchtlingssituation. Genau deswegen heute mit auf die Tagesordnung genommen im Rahmen der Diskussion der Vorstandssitzung. Jetzt habe ich vergessen durchzuzählen. Wie viel sind wir? Genug, beschlussfähig. Dann stelle ich fest, dass wir um 10.13 Uhr beschlussfähig sind und möchte kurz... Achso, gibt es Fragen zu Top 2, dem Bericht des Vorstands und der Pressestelle? Verzeihung. Das ist nicht der Fall. Joachim, bitte. Anmerkung von mir schon, weil das, was der Hartmut gerade gesagt hat, jeden Top, jedes aufploppende Thema und sei es auf den ersten Blick noch so unwichtig, zu überprüfen, ob es kampagnenfähig ist und zweitens, ob es vielleicht in einen größeren Kontext einwendbar ist. Ich denke, das sollte by default gemacht werden für jede Aufgabe. Ja, das nur als Verstärkung. Okay, weitere konstruktive Anmerkungen oder nicht so konstruktive? Simone, bitte. Zu den nicht öffentlichen Teilen, die wir gleich abstimmen. Wir haben jetzt hier als nächstes Top 3 Nachbesprechung des Plenums. Sehe ich das richtig, dass Teile dieser Nachbesprechung unter Punkt 5 Taktik im nicht öffentlichen Teil behandelt werden? Korrekt erkannt. Da geht es um Vorgehensweisen, die ich ganz gerne, wo ich mich bei euch auch rückversichern möchte, erstmal. Ich möchte mein Messerset, so komisch sich das anhört, nicht so komplett öffentlich vor mir hertragen. So ein bisschen was brauche ich auch im Kompromatenkoffer. Vielen Dank. Okay.
Gehen wir zurück zu Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Hartmut hat drei Personalia-Bereiche vorbereitet, bei denen ich lediglich zugearbeitet habe, die wir jemals grob mit 10 Minuten ansetzen. Wir gehen aber davon aus, dass es eigentlich nur 5 Minuten sind. Aber es könnte ja vielleicht doch die eine oder andere Rückfrage entstehen. Von daher haben wir 10 Minuten eingesetzt für den Bereich der internen Verwaltungsgeschichten innerhalb der Fraktion und auch mit dem Landtag haben wir 15 Minuten definiert und für den Bereich der Taktik haben wir 20 Minuten angesetzt. Jetzt sehe ich gerade, es gibt eine Nachfrage von Nico. Nicht direkt eine Nachfrage, Grumpy. Ich bräuchte auch 5 Minuten, was im Zusammenhang vielleicht mit Taktik auch stehen könnte. Nicht öffentlich, ja. Also würde ich da 5 Minuten extra beantragen von meiner Seite. Entschuldigung, dann sollten wir zusehen, dass wir spätestens um 12.20 Uhr durch sind. Wir haben jetzt 10.16 Uhr. Von daher gibt es noch weitere Einwände in Bezug auf die Nichtöffentlichkeit. Dietmar. Wie sieht das aus? Ich gab ja hier gibt den Tagesordnungspunkt Nachbesprechung Plenum. Den sollten wir zumindest teilen, ja? War das schon so vorgesehen? Das hat er gerade gesagt. Das war genau der Punkt, den ich gerade angesprochen hatte. Es gibt ein paar Dinge, da würde ich ganz gerne intern mich, wie gesagt, auch persönlich rückversichern. Okay. Es spricht sich also niemand gegen das Einrichten eines nicht öffentlichen Teils in der vorgesehenen Zeit aus. Vielen Dank. Dann können wir Top 1 schließen. Top 2 hatten wir bereits. Kommen wir zu Top 3, Nachbesprechung des letzten Plenums. Wir hatten ja drei, also für mich persönlich sehr anstrengende Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich muss sagen, inhaltlich fand ich persönlich unsere Erklärung, die Michel in seiner Rede dargelegt hat, im Bereich der, ja, wie hieß es, offiziell war es ja keine Regierungserklärung, sondern nur eine Unterrichtung, da mal eben einfach die Zeit zu verdoppeln, und das gute Verhältnis zur Stadt Düsseldorf direkt massiv auf die Probe zu stellen über eine Verschiebung eines Abends, der über lange, lange Zeit geplant worden war. Nun gut, geht um Repräsentationsgeschichten. Ich muss sagen, ich fand Michels Rede persönlich gut. Ich kann es ihm jetzt leider nicht hier so persönlich sagen. Ich habe es ihm aber schon gesagt, die er in diesem Zusammenhang mit dem Team entwickelt hat und das Team mit ihm. Am zweiten Tag die Haushaltsdebatte fand ich eigentlich auch sehr schön. Das eigentlich bezieht sich darauf, dass ich erst im Nachgang irritiert war, kaum Presseresonanz diesbezüglich zu finden. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bei Dietmar bedanken, der spontan, wie immer, auf aktuelle Zahlen, Daten, Fakten seitens der Regierung, regierungstragenden Fraktionen und der Regierung hier entsprechend als zweiter Redner noch mal nachgekantet hat. Fand ich ausgesprochen klasse. Und für die anderen Bereiche, ja, wir hatten dieses Mal nicht so gute Zeiten erwischt, nicht so gute Zeitfenster. Aufgrund dieser zwei anderen Geschichten ist halt alles andere und der Menge an Anträgen, die wir selber hatten, natürlich ganz massiv nach hinten gerutscht. Und so viel dazu von meiner Seite. Wer möchte noch? Ja, du hast eben das Wort Regierungserklärung benutzt. Also mir ist aufgefallen, das ist ja öfters gefallen, das Wort. Ja. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht aus Versehen oder sowas, aber von der einen oder anderen Stelle aus der Staatskanzlei vielleicht auch verwendet wurde in der Kommunikation, dass es sich um sowas handelt. Weil ganz von alleine kommt man da nicht drauf, vorher zumindest. Nachdem man das gehört hat, ist es eine halbe Regierungs- oder eine sehr starke Regierungserklärung gewesen. Ja, kann man halt so machen.
ist leider möglich. Und hat natürlich ja, dazu geführt, ich glaube, ich hatte mich ja mit Michel abgestimmt, dass er seinen ersten Redebeitrag da macht und ich an zweiter Stelle dran bin. Das ist dann sehr undankbar, in der ganzen Kette ganz am Ende zu reden, weil die 22 Minuten, die Frau Kraft zu viel geredet hat, ich sag's mal so, kriegen natürlich alle anderen auch drauf und nutzen das natürlich. Ja. Und dann der Letzte in der Kette, der, ne, kommt dann noch eine Stunde später. Ja, ja, war schade, war aber so. Und ja, ansonsten, Haushalt hast du schon gesagt. Ich denke, wir hatten inhaltlich eine sehr gute Ausarbeitung da, die aber, ja, wie soll ich mal sagen, das Interesse lag mal wieder auf Schwarz-Rot. Kampf in Anführungsstrichen oder Geplänkel, wie auch immer. Da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen lauter werden in den nächsten Debatten um den Haushalt. Wir werden uns auf jeden Fall im Einzelplan bemühen, da noch kräftig lauter zu werden. Soweit zu diesen beiden großen Punkten. Okay, dann habe ich Joachim, Dietmar und mich selber nochmal. Ah, Creon. Ja, also nur Frank, ich... Nochmal vielen Dank für dein Verständnis. Ich fand das an der Stelle sehr, sehr wichtig. Nicht nur an der Stelle, dass der Michel die Flüchtlingsrede gehalten hat. Mir persönlich hat die nicht gut gefallen, mir hat die sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, weil er, wie vorher auch angekündigt war, mit dem neuen Fraktionsvorsitz tatsächlich den Finger in die Wunden gelegt hat. Stichwort Essen, Affen im Zoo und so weiter. Frau Kraft ist hektisch aufgesprungen, gleich zu einem Jäger gerannt nach dem Motto, was ist denn da wieder los? Auf der anderen Seite muss man aber sagen, der Hilfsbereitschaft der Menschen in diesem Land Danke zu sagen, ist kein Privileg der Ministerpräsidentin. Und darauf 20 Minuten in der Rede zu verwenden, mag ihr anstehen, aber es hat letztlich dazu gefügt, dass in den Widerspiegelungen in den Medien der sogenannte Ministerpräsidenten oder ich sag mal Kanzlerbonus wieder voll zugeschlagen hat. Und da bin ich momentan ehrlich gesagt ratlos, wie man da unsere eigenen Positionen besser featured in den Medien. Da muss man wirklich mal was überlegen, denn das, was der Michel gesagt hat, hatte nicht nur Hand und Fuß, sondern war auch mit Emotionen vorgetragen. Und es ist einfach schade, wenn sowas in der Öffentlichkeit untergeht, bloß weil die Ministerpräsidentin 20 Minuten lang Danke sagt, was sicher richtig ist. Aber ne, das kann man dann auch an anderer Stelle tun. Dietmar, bitte. Ja, wir haben uns ja schon oft über die Frage der Wahrnehmung oder beziehungsweise die Vermittlung der Möglichkeit einer Wahrnehmbarkeit in der Öffentlichkeit unterhalten. Es ist wahrscheinlich müßig, das jetzt nochmal alles aufzuarbeiten und immer wieder, es ist ein permanenter Kampf gegen Windmühlen, das ist nun mal so. Was die Haushaltsrede angeht, denke ich, dass sie sehr gut war. Dafür, denke ich auch, sollten wir mal auch über den Stream unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also im Referentenbereich, herzlich danken, die das nämlich alles sehr minutiös zusammengetragen haben, wie auch immer das am Ende gebündelt ist. Ich habe ja teilweise an den Besprechungen auch teilgenommen und muss sagen, es war genau das, was beabsichtigt wurde, nämlich eine Bündelung der Generaldebatte, so muss man ja sagen, es ist eine generalpolitische Debatte, weniger eine Haushaltsdebatte, dass unsere thematischen Anliegen im Land Nordrhein-Westfalen doch sehr gut platziert worden sind. Ich habe das dann in meinem Redebeitrag dahingehend ja benutzen können, als ich die Ministerpräsidentin bzw. die Landesregierung gebeten habe, das doch vielleicht als Blaupause zu nehmen, weil die gesamte Debatte davon geprägt war, also von Seiten der anderen geprägt war, von nichts. Ich muss ganz klar zu sagen, von nichts, außer heißer Luft. Wie auch immer, die Flüchtlingsproblematik in Zusammenhang mit der Finanzierungsfrage ein sehr tragendes Element auch in der Haushaltsrede wurde, ist es schon fast als erschreckend zu bezeichnen, dass eben diese Sonderposten, so möchte ich das mal sagen, der immer noch auf den Haushalt obendrauf zu rechnen ist, gar keine Haushaltsdebatte im Prinzip bedarf, sondern es ist ein Muss. Und die 67 Milliarden Landeshaushalt,
kamen aus meiner Sicht und die damit verbundenen Pros und Kontras kamen aus meiner Sicht von Seiten der anderen Fraktionen praktisch überhaupt nicht zum Tragen, außer eben Allgemeinplätzen. Und da denke ich, dass wir, und das ist natürlich schon besonders schade, dass das nämlich nicht übertragen wird oder aufgenommen wird von den Medien, das muss man auch mal sagen, als einzig visionär und einzig zukunftsweisend und zukunftsorientiert angesehen werden kann. Und ja, von daher denke ich, dass von unserer Seite her die Haushaltsdebatte einerseits, wie, und da schließe ich mich den Worten von Joachim an, was die Flüchtlingsdebatte oder Unterrichtung anging, alles relativ gut gelungen ist, bis sehr gut gelungen ist. Ja. Dann stehe ich kurz selber noch mit auf der Liste. Wir hatten am Freitag ja auch diese, da wo wir eigentlich, sag ich mal, uns mehr oder weniger raushalten, diese New Park-Diskussion hier, dieser große Battle zwischen Rot und Grün. Da hatten wir im Übrigen einen versteckten Hidden Champion-Aufschlag, möchte ich fast sagen, der auch pressetechnisch gewürdigt worden war, nach dem Motto, wer braucht das Ding überhaupt? War mir aufgefallen, dass das sogar nach außen gedrungen war. Und dann hatten wir halt leider noch die ablehnende Haltung von Rot-Grün in Bezug auf die Grasperin-Kampagne, was mich persönlich sehr enttäuscht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Rot-Grün ja dann jetzt wahrscheinlich auf die Idee kommt, selber einen entsprechenden Antrag einbringen zu wollen, ist das, was Sie ja immer so bekunden. Ob Sie es wirklich tun, werden wir den, denke ich mir, mal beobachten und Sie auch immer wieder daran erinnern. Ansonsten kann ich nur sagen, schämt euch für die ablehnende Haltung in diesem Zusammenhang. Dann habe ich Krion und Toso. Ja, ich beziehe mich jetzt auch mal auf alle Debatten, also die Haushalts- und Flüchtlingsdebatte fand ich unsere Performance gut. Ich fand es ja fast grandios, was aus meinen Anträgen sozusagen geworden ist an Debatten. Die Leerrohre und das Landesluftverkehrskonzept waren Debatten, die also wunderbar gezeigt haben, dass die Anträge richtig waren und dass die Regierungsfraktionen keinen Plan und auch keinen Willen haben, bei Leerrohren was zu machen. Und beim Landesluftverkehrskonzept sieht es genauso aus. Da dauerte die Debatte ja doppelt so lange. Das hat auch, sagen wir mal so, über die kleinen, feinen Kanäle, Social Media oder sowas auch funktioniert oder an unsere Bürgerinitiativen diese Debatten entsprechend zu verbreiten. Ich war gestern bei der Landjugend in Münster und selbst die haben sich die Lehrer-Debatte und Video angeguckt vorher als Vorbereitung. Fand ich nett. Also das auf alle unsere Reden zutrifft, ist, dass ich die Reden meistens gut fand, die Positionen mittlerweile auch zugespitzt sind, wir also nicht nur Kompetenz und fachliche Richtigkeit zeigen, also so wie wir gerne Politik machen wollen, sondern dass wir daran denken, dass wir zugespitzte Positionen haben, die man sozusagen auch versteht, wenn man sich nicht das ganze Ding anguckt, sondern nur diesen einen Satz liest. Trotzdem gab es einige, bis auf New Park, wo wir mit einem schönen Satz von Dannebott drin sind, gab es viele Artikel, wo wir halt sozusagen in der großen Öffentlichkeit, und die läuft halt über die Medien, über die Presse, trotz Vorarbeit und Nacharbeit nicht drin vorkommen. Das ist natürlich schade und da müssen wir allerdings, glaube ich, gar nicht mal unbedingt nochmal ans Plenum direkt denken, sondern nochmal überlegen, wie wir denn die Vor- und Nacharbeit besser machen können. Das müssen wir mal an anderer Stelle tun. Wer war danach mit dran? Ja, das darf ich dann jetzt mal machen. Grumpy hat mich hier beauftragt, einen Teil vom Vorstandsjob, den ich so gar nicht beachtet oder berücksichtigt habe, aber egal, ich versuche das. Als nächstes ist Toso und dann Michelle auf der Liste. Toso, bitte. Ja, danke schön. Ich fand, was wir hier wieder erlebt haben, war das, was wir sehr, sehr oft bei Rot-Grün erleben, das Plenum und der Landtag wird als Bühne für die Ministerpräsidentin genutzt. Das ist dem Landtag nicht würdig, das ist unsäglich, dass Exekutive hier drauf rumtrampelt. Das muss auch so gesagt werden.
Und diese Selbstbedienungsmentalität, dass alles hier in NRW der SPD gehört, das muss einfach endlich mal weg. Und wenn die Mitarbeiter der Staatskanzlei schon fleißig von Regierungserklärung reden und fleißig von Generaldebatte, dann würde es zur Ehrlichkeit dazugehören, wenn hier in der Tagesordnung auch nicht Debatte über den Haushalt steht, sondern Generaldebatte mit der Regierung. Und das dann bitte auch vom Haushalt abtrennt. Ne, weil die haushalterischen Geschichten, die sind fachlich wunderbar bei den Fachsprechern aufgehoben. Aber den Leuten unter Haushalt zu verkaufen, dass Frau Ministerpräsidentin dann auch noch so lange über alles Mögliche redet, nur nicht über den Haushalt, ist einfach unehrlich. Es ist bei beiden nicht zum Thema gesprochen worden. Es war bei beiden im Endeffekt eine Regierungserklärung und keine Unterrichtung an der Stelle. Das kann man sehr, sehr deutlich und sehr, sehr wahrheitsgetreuer widerspiegeln in der Tagesordnung. Und das müssen wir so kommunizieren und da müssen wir weiter darauf hinarbeiten. Das Parlament ist kein Handlanger dieser Regierung. Michel? Habe ich auch anders verstanden. Michel, bitte. Ja. Okay, erster Punkt, ganz schwierig natürlich, Haushalt und Flüchtlinge zu trennen, weil in beiden ging es irgendwie um Flüchtlinge oder hätte es gehen sollen, zumindest was die Mehreinstellungen im Haushalt für die Flüchtlingsunterbringung und so weiter angeht. Haben wir nicht gemacht, kann man nicht so scharf trennen, aber wir haben ja in unserer Haushaltsrede sehr auf Zukunftstechnologie, Digitalisierung und so auch gesetzt. Das war ja so auch vorher mit den Referenten abgesprochen. Ich persönlich fand, wir haben einen guten Job gemacht, dass wir nicht vorkommen, ist jetzt nicht dem anzulassen, dass wir irgendwie, also nicht nur jetzt Haushaltsrede und Unterrichtung, also sprich mein Part, dass wir da irgendwie nur im Nebensatz vorkommen, sondern ich meine alle Reden. Das liegt nicht daran, dass wir schlecht geredet haben, sondern es liegt einfach an der aktuellen Situation. Wir werden einfach von den Medien da ignoriert. Wir kommen vielleicht im Wort Opposition vor, wenn wir Glück haben, steht sogar mal CDU, FDP und Piraten da. Wenn wir ganz viel Glück haben, steht da sogar, die Piraten haben sich enthalten, siehe Datenschutzbeauftragte oder dagegen gestimmt. Da muss man auch schon was ganz Krasses anderes machen als die anderen, ansonsten wird man da irgendwie subsumiert. Von daher an dem Part einfach gar keine Kritik. Wo ich allerdings Kritik dran hätte, und da muss ich mir auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil die Tage jetzt auch mit anderen Terminen so voll waren, ist erstens die Anwesenheit im Plenum. Zweitens, was aber noch viel schlimmer ist, selbst wenn nur wenige Leute anwesend sind, und ich habe mir die letzten 2-3 Tage ein paar Videos angeguckt von Reden über die Plenartage jetzt, dann sollten diese 3-4 Leute zumindest bei den eigenen Reden auch aufpassen und vielleicht auch, und jetzt kommt was an die Redner, gebt doch euer Manuskript vorher rum, nicht nur immer dem Ingo, sondern schickt das mal an alle. Ja, ich wollte heute Morgen mal witzig sein, hey. Also, versucht, wenn ihr es habt, euer Manuskript nicht nur an Ingo zu geben, sondern schickt das einfach mal an alle, weil so kann man sich ein bisschen einlesen, so kann man ein bisschen mitlesen, so kann man auch sehen, wo die entsprechenden Punkte sind, wo man vielleicht auch mal Zustimmung signalisieren kann, weil was ich persönlich ganz schlimm finde, ist so eine 5-Minuten-Rede, wo einer 5 Minuten redet und am Ende sitzen da 3 Leute, die haben irgendwie Löcher in die Luft geguckt und die klatschen da so dieses, super, Slow Clap, yeah, was auch immer, hat einer von uns geredet. Das kommt weder im Video noch im Parlament selber rüber, das motiviert die Redner nicht und das es wäre einfach sehr hilfreich, wenn man da kooperieren würde, wie gesagt, sowohl Redner mit der Rede, die dann vorher an die anderen verschickt wird, als auch diejenigen, die da zuhören. Und ein letztes an die Redner, was mir wieder aufgefallen ist, der Kreon hatte das ja bei der einen Rede auch durchaus als Kritik geschrieben. Wir reden häufig sehr negativ. Wir sagen immer, was schlecht ist. Das macht eine Opposition, das weiß ich. Aber man muss an den Satz, da sterben sie zünden Flüchtlingsheime an, nur mal auch noch den Satz hängen, und das ist eine Schande, weil dem kann man dann zustimmen und nicht dem, dass Flüchtlingsheime angezündet werden. Mir ist wieder sehr häufig aufgefallen, dass so Sätze so negativ beendet werden. Schüler werden nicht beschult. Und dann kommt eine Pause und dann merkt man, oh, jetzt soll man klatschen, aber irgendwie ist die Stelle doof, dass Schüler nicht beschult werden, das beklatsche ich nicht.
Ich wollte mal ein Beispiel nehmen, was es gar nicht gibt, Moni, weil das bei dir nicht vorkommt. Vielen Dank, Michelle. Liebe Leute im Stream, ja, auch von der anderen Fraktion, das nennt man übrigens Fehlerkultur. Man kann da sogar offen drüber reden, ne? Kennt ihr gar nicht. Okay, dann habe ich den Nico auf dem Schirm. Ja, okay, die schreien sich hier auf den Gängen an. Ja, auch, hallo Staatskanzlei. Okay, Nico. Ja, danke. Ja, einiges ist vorweggenommen worden zu Michelle. Kann man vielleicht ergänzen, ja, es ist wichtig halt, dass in der Rede die eigene Wertung zum Ausdruck kommt. Wir bewerten ja die Realität, die Wirklichkeit und geben der eine Interpretation und der kann sich dann die Fraktion anschließen. Insofern ist es wichtig, halt Werturteile dann an der Stelle in die Rede einzubauen. Da kann man dann auch entsprechend zu applaudieren, zustimmen oder auch nicht. Ja, Anwesenheit ist ein Thema. Da würde ich aber dann auch darum bitten, sozusagen mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich finde es halt wichtig, dass die Fraktionsspitze die erste Reihe möglichst besetzt. Ich weiß, es ist nicht immer möglich. Ich weiß auch, reden müssen, vorbereitet werden, war jetzt auch sicherlich nach der Sommerpause jetzt mit Haushalt und Regierungserklärung eine Sondersituation. Alles klar, muss sich jeder auch an die eigene Nase packen, ich auch. Würde mir dann aber tatsächlich wünschen, dass dann in der nächsten Plenarphase auch vorne viel Präsenz gezeigt wird. Was ich wirklich schade fand, und da war ich jeweils im Plenum und gehörte zu denjenigen, die sich das haben anhören müssen, war die teilweise vernichtende Antragskritik, speziell zu zwei Anträgen, wo ich sage, und ich will das jetzt gar nicht hier in der Runde weiter thematisieren, das war für mich an den zwei Stellen wirklich peinlich. Und da überlegt man sich dann auch, wie das mit der Präsenz im Plenum so ist, ne? Weil das waren noch nicht mal Anträge, mit denen ich irgendwie was zu tun hatte. Aber man sitzt da und kriegt dann da stellvertretend die Prügel. Und da erwarte ich einfach vom Team mehr. Und da möchte ich an der Stelle nochmal die Anregung auch reingeben. Wir können nicht nur auf unsere Slots setzen, wir können auch durchaus die Slots der anderen, die Tagesordnungspunkte der anderen zu unseren Slots machen. Wir können da den öffentlichen Raum besetzen, wenn wir denn es schaffen, dagegen zu halten mit Zwischenfragen und Kurzinterventionen. Und da war es hilfreich, vielleicht kannst du das nochmal in die Runde geben, wenn bestimmte Zwischenfragen vorbereitet werden, womit man den gegnerischen Antrag entkräften kann oder worauf man hinweisen kann, um so auch den Raum für uns zu nutzen, den uns die GO ja gibt. Danke. Vielen Dank, Nico. Du sprachst mir aus der Seele. Globuli. Joachim habe ich auf der Liste. Ich habe eigentlich zwei Punkte. Zum ersten Stichwort Fehlerkultur. Ich weiß jetzt nicht, welche Anträge der Nico gemeint hat, aber ich habe den zu Informationsfreiheit, das muss ich auch offen gestehen, an Hochschulen für mich persönlich im Plenum so ein bisschen als Rohrkrepierer erlebt. Das hätte er nicht sein müssen. Ich war an einigen Stellen so baff, weil offensichtlich nicht von Frau Seidel, aber von Herrn Bell massives Derailing betrieben worden ist, indem man auf eine juristische Flanke eingegangen ist, die der Antrag aufgelassen hat. Das hätte man sicher anders machen können. Dann gab es in der Vorbereitung Fehler. Es war eine grammatikalisch und rechtschreiblich korrigierte Version angefertigt worden, aber irgendwie ist eine andere gelandet, was den Herrn Hegemann von der Union dann veranlasst hat, da rein zu grätschen. Oder Hegemann. Egal. Das kann man im Ausschuss noch mal drehen, nur kriegen das dann eben noch weniger Leute mit. Und die Rede von Frau Freimuth hat mich sehr geärgert. Klassischer FDP-Beißreflex, mich als Feind der Großunternehmen hinzustellen, wo ich in meinem Leben diverse Kooperationen mit, also es ist ein aber anderes Thema. Zweiter mir wesentlich wichtigerer Punkt, ich möchte das nochmal ins, also Fehler gebe ich zu und muss man besser machen, ich möchte das einfach nochmal ins Bewusstsein rufen und auch der Fraktion und dem Stream darüber berichten, was so hinter den Linien gelaufen ist. Stichwort Top 5 am Freitag, Abschlussbericht der Enquetekommission, Tragfähigkeit der Haushalte.
Im Vorfeld hatte mich unser Sachverständiger, man muss sich auch mal an der Stelle klar machen, was eine Enquete eigentlich ist, diese Sonderrolle, dass es dort nicht gewählte, bestellte Sachverständige gibt, die in der Kommission stimmberechtigt sind. Das ist was ganz Besonderes, also Zukunftsorientierung. Und es gibt ja auch diesen Anspruch, über parteipolitische Dissensen hinweg an der Zukunft zu arbeiten. Leute, von dem Enquetebericht, das ist so ein Klopper, da kann man Scheibe mit einwerfen, ist ein Drittel Sondervotum der Piratenfraktion. Ein Drittel vom Umfang der gesamten Enquete, von der Seitenzahl her. Heinz Bontrup hatte mich vorher gebeten, meine 8 Minuten so zu nutzen, dass ich inhaltlich kritisiere und nicht methodisch und versuche, den Finanzminister zu stellen. Ich habe mir das dann vorgenommen, gesagt, das kann ich nicht machen. Ich muss auch methodisch kritisieren, was ich auch gemacht habe, was übrigens, was selten bei einer Enquete ist, dann auch zu Zwischenrufen geführt hat. Selbstüberschätzung, ich habe das Protokoll gelesen, ich habe das gar nicht gehört, da standen Sachen drin, großartig. Im Vorfeld zunächst mal muss eine Landesregierung zu einer Enquete nicht reden. Die muss sie nur zur Kenntnis nehmen. Jetzt hieß es vorher, Finanzminister stellen, schöner Anspruch. Wer redet denn zu dem Top seitens der Regierung? Da hieß es erst, ja, niemand. Ich sage, wie niemand? Da bin ich CDU über Bande gespielt. Ich sage, hören Sie mal, Frau Birkhahn, wenn da niemand zu redet seitens der Landesregierung, gibt das aber eine Schieflage. Denn die von den Grünen beantragte Enquete zur Chemie, da hat Dün, der Wirtschaftsminister, zu geredet. Das sieht dann doof aus, dass seitens der Landesregierung die beantragende Fraktion noch eine Rolle spielt. Dann hieß es irgendwie, Jäger redet in Vertretung für. Also wie, Jäger redet zu einer Enquete-Tragfähigkeit der Haushalte? Und ich habe dann am Abend auf dem Sat.1-Empfang den Herrn Walter Borjans nochmal direkt angesprochen. Und er hat letztlich dazu geredet und ich fand, er hat gut geredet. Also nur mal so, dass man das im Blick halten muss, dass offensichtlich auch immer wieder so Tendenzen gibt, das macht menschlich sein, das macht taktisch sein, Enquetes, die aus bestimmten Fraktionen kommen, unter Gebühr zu behandeln. Das ist in dem Fall nicht passiert, das ist aber nur nicht passiert, weil seitens der Piraten und der enquete-antragstellenden Fraktion, nämlich der Union, an der Stelle schon interveniert wurde. Also das vielleicht nur noch mal am Rande. Und ich, weil das ja so ein längerfristiges Ergebnis ist, ich zerbreche mir noch den Kopf darüber, wie man das Ergebnis, nämlich allein die Tatsache, dass wir ein Drittel dieses Bandes ausmachen, noch entsprechend vermarkten kann. Aber ich glaube leider, von der Presse interessieren Enquetes keine Sau. Das ist so. Ja. Das war's. Vielen Dank, Joachim. Wenn ich das richtig gesehen habe, liegen jetzt keine weiteren Wortmeldung. Moni, entschuldige, ich habe dich übersehen. Moni, bitte. Ja, ich wollte nämlich noch mal eben kurz dem Nico anschließen, dass es nicht nur um unsere Anträge geht, sondern dass man auch andere bespielen kann. Da nutzt es aber nichts, wenn wir hier darüber reden. Ich habe das schon zweimal angeregt, dass wir halt in der Woche, wo Plenum ist, auch eine Referentenrunde machen. Das ist nicht auch für Gegenliebe gestoßen. Wir haben dann abgesprochen, dass man im Pad bei den Anträgen der anderen Fraktionen was hinschreibt und dann da eventuell Fragen notiert oder so. Das ist auch nicht passiert. Also würde ich jetzt darum bitten, dass einfach ein Beschluss gefasst wird, dass halt da Wert drauf gelegt wird, sich auch die Anträge der anderen Fraktionen anzuschauen. Und ich glaube, diese eine Stunde am Montag für eine Referentenrunde, die Zeit ist einfach auch drin, dass man die Dinge noch einmal durchgeht. Also ich würde gerne einen Beschluss fassen, dass auch in dieser Woche dann eine Referentenrunde stattfindet. Vielen Dank, Moni. Ich stimme dir vollumfänglich zu. Das ist... Für mich habe ich das halt mit dem Nicht-Öffentlichen später, weil es halt da um die Wahl der Waffen geht. Kreon habe ich da noch. Wobei ich glaube, dass es jetzt zwei Sachen sind. Einmal die Anträge der anderen zu verstehen, also jetzt PET zu schreiben, auch Zwischenfragen anzuregen und dann aber sich vielleicht auch wirklich 1, 2, 3 Anträge rauszusuchen, die man richtig bespielt und wo man nicht eine Kurzintervention spontan macht, sondern vorbereitet. Aber das ist ja sozusagen dann nicht für jeden Antrag sinnvoll. Vielen Dank auch nochmal, Kreon, an diesen sachdienlichen Hinweis. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem zum Tagespunkt der Nachbesprechung des vergangenen Plenums? Nicht. Kommen wir dann zu Top 4. Wir hatten vergangene Woche auch eine Pflegestreikdemo vor dem Landtag.
Vielleicht kurz auch eine Zusammenfassung derjenigen, die vergangene Woche kurz draußen waren. Ich selber war, mir war es zeitlich nicht möglich. Von daher würde ich ganz gerne Moni, die auch dieses Thema auf der TU haben wollte, bitten. Nein, ich habe das Thema nicht auf die TU gesetzt. Oh, dann war das Daniel. Oh, Verzeihung, dann hatte ich das missinterpretiert. Darf ich denn jemanden kurz fragen, der draußen war, wie denn die Sache gelaufen war? Ich selber war, wie gesagt, zeitlich verhindert. Ja, ich kann das dennoch gerne sagen. Also ich fand das sehr erfolgreich. Es waren nicht so viele Leute da. Es war ein erster Aufschlag. Allgemein ist es so, glaube ich, dass das so eine kleine Kampagne war, die da erfolgreich war, weil man auf Twitter und Facebook und so, die Piraten NRW sind im Moment diejenigen, die die Pfleger und Pflegerinnen mit ihrem Anliegen in Verbindung setzen. Und das verstehe ich halt unter Campaigning, dass man ein Thema besetzt, dass man sagt, die Einzigen, die uns unterstützen, sind die Piraten in NRW. Das war viel, viel Arbeit. Einfach immer am Ball bleiben, immer retweeten, immer antworten. Und wenn ich das richtig verstehe vom Daniel, möchte er wohl wissen, ob man das weiter bespielen soll. Ist kein Kernthema, muss man sagen. Ist sicherlich nicht einfach, weil, ich sag mal, Pflegerinnen und Pfleger, die breite Masse von Natur aus eher unpolitisch ist. Das sind nicht unbedingt Leute, die sich, sag ich mal, politisch engagieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Thema drängender und dringlicher wird. Und die Frage ist einfach, ob die Fraktion da weiter sehr viel Zeit und Energie investieren will, um das weiter zu bespielen. Simone? Noch als Proxy für Daniel, falls jemand noch nicht die Mail gelesen hat. Er fragt gegebenenfalls, also auch bereit sind, ein eigenes Pflegehearing analog zum Fan-Hearing durchzuführen und auch weitere Aktionen zu planen. Wenn die Fraktion das befürwortet, würde ich mich im Team mit Tina beraten und Ideen ausarbeiten. Dann stelle ich mich zurück. Toso? Ja, also ich glaube, dass Pfleger und Pflegerinnen, also Moni, ich glaube, die sind schon sehr politisch. Alleine vom Ansatz her, sonst würden sie nicht in so einem Hilfeberuf arbeiten. Allerdings haben sie halt das Problem, dass sie direkte Hilfe da ausleben und wirklich alles geben und dann vielfach keine Zeit mehr haben, noch was anderes zu tun. Und von daher, lasst uns das weitermachen. Da liegt echt eine Problematik in der Gesellschaft. Das ist eine wichtige Sache. Entweder wir packen das an oder keiner. Und von daher bin ich da völlig für, das weiter zu tun. Okay, danke für den Hinweis, Toso. Ich denke mal, intern das zu evaluieren, ist vielleicht nicht so falsch. Müssen wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir da wirklich einen Beschluss, wollte ich gerade sagen, dass wir das halt intern in dieser Gruppe erstmal andenken, die sich da auch gefunden hatte im Bereich der Pflege, der Gesundheit, der Arbeit, was wir da so haben. Jetzt weiß ich nicht, wer schneller war, Joachim oder Michelle. Joachim zieht zurück, Michel. Okay. Ich wollte nur schnell sagen, das Schöne an dem Thema ist, dass ja auch die Partei in NRW da sehr an dem Thema dran ist, dass wir da auch ein paar Aktive haben und von daher wir tatsächlich, wenn es so Ideen gibt, was wir für kleine Aktionen hier machen können, können wir das tun. Wir müssen da gar keinen so großen Fokus drauf setzen. Wir müssen vor allen Dingen diejenigen, die sowieso engagiert sind in dem Thema, unterstützen. Danke. Okay, danke Michelle. Also Top 4, interne Arbeitsverteilung kann man halt erstmal in Runde gehen, vielleicht einen internen Arbeitskreis, Arbeitstreffen, wie auch immer, können wir uns auch nochmal im Laufe der Woche drüber zusammensetzen, bin ich gerne mit dabei. Beschluss sehe ich jetzt hier nicht angebracht oder vonnöten. Ist auch keiner, ja. Und es gibt auch keine Beschlussvorlage. Von daher würde ich sagen, sind wir mit Top 4 durch, wenn niemand was dagegen hat. Dann würde ich zu Top 5 kommen, nämlich der Flüchtlingssituation in NRW. Ich habe da mal intuitiv Frank Toso Daniel draufgesetzt. Daniel, der ja heute nicht, den habe ich extra immer in Klammern dahinter geschrieben. Es ist schön, dass ihr den immer löscht. Von daher weiß ich nicht, wer anfangen möchte, weil also gerade die Erlebnisse Dortmund wäre vielleicht nicht schlecht, einmal einen kurzen Abriss, viele haben es ja am Wochenende mitbekommen.
Ja, Gessen, PK, Jäger. Toso, möchtest du? Frank? Nee, ich fände es ganz toll. Ich meine, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, Hilfsbereitschaft, ist es nicht nur die Ministerpräsidentin, die den Menschen da danken sollte, sondern jeder. Und insofern auch hier nochmal auch Dank an Toso, der da Zeit verbracht hat vor Ort. Und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, so direkt, was da los war. Kann ich gerne tun. Zeit vor Ort verbracht, ist schön gesagt. ich habe 2 Stunden geschlafen. Habe Zeit beim Rasieren gespart. Also erstmal, alles, was da an Politik unterwegs war, ist schmückendes Beiwerk. Man muss ganz klar sagen, die Hauptlast der Arbeit, fast ausschließlich, haben einfach mehrere hundert freiwillige Helfer da vor Ort gemacht, die das selbst organisiert alles auf Reihe bekommen haben. Die haben keinen Krisenstab gebraucht von irgendwem, der da koordinierend eingreift. Das haben die alles selber auf die Reihe gekriegt, die Leute. Und was an Spenden angekommen ist, war einfach großartig. Es ist jetzt halt so, dass durch die Haltung der ungarischen Regierung es ist jetzt keine flüssige Durchbewegung von Menschen, die zu uns flüchten, sondern die sind halt in Ungarn aufgehalten worden. Man hat ihnen mit Filzschrift Nummern auf die Unterarme geschrieben und sie in Lagern untergebracht, die schon die Wehrmacht genutzt hat. Das ist einfach unfassbar. Und wie die ungarische Regierung dort gehandelt hat, ist halt so entstanden, dass jetzt Menschen quasi in Wellen zu uns gekommen sind, nochmal als Erklärung. Nur deshalb gab es überhaupt Züge mit mehreren tausend Menschen, die erst in München angekommen sind und von da halt ins Bundesgebiet unterverteilt worden sind. Ohne die ungarische Regierung wäre das alles viel sinnvoller gelaufen. Das muss man bitte einmal sehr, sehr deutlich klarstellen. Jetzt ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Alle Beteiligten, und übrigens da möchte ich ganz klar sagen, nicht nur freiwillige Helfer, das war großartig, aber es sind auch ganz, ganz viele Menschen aus den Hilfsorganisationen, die immer da waren, die ganze Nacht da waren, die geholfen haben, was geht, und übrigens auch Menschen der Verwaltung. Und da gab es keine Dienstanweisung, die sind da einfach so hingekommen. Und das darf man halt auch mal hervorheben. Das hat alles wunderbar geklappt. Es ist extrem viel Wert darauf gelegt worden, dass die Familien zusammenbleiben. Das fand ich sehr wichtig. Da haben alle Wert drauf gelegt, auch die viel gescholtene Verwaltung. Das war einfach großartig. Das wird jetzt allerdings noch ein bisschen so dauern, weil diese Wellenbewegung, die wird von der ungarischen Regierung weiter so gesteuert. Das ist total kontraproduktiv. Soll ich nicht so lange erzählen? Dann kann ich auch aufhören an der Stelle. Kam mir so vor. Entschuldigung. Gut. Dann habe ich das falsch interpretiert. Entschuldigung. Was jetzt halt wichtig ist, ist, dass man die Helfer jetzt nicht vor den Kopf stößt und ihnen sagt, hey, alles klar, wir haben es jetzt geschafft, einen Krisenstab einzurichten, geht mal alle schön nach Hause, sondern man darf jetzt bitte auch die freiwilligen Helfer weiter mit dem Boot behalten und nicht nur mit koordinieren, sondern es macht halt auch viel Sinn, diese freiwilligen Helfer, die halt auch durchaus viel Erfahrung damit reingebracht haben, dann jetzt in diese Krisenstäbe mit einzubinden. Das ist halt auch Demokratie, dass man jetzt nicht als Exekutive, als Verwaltung hingeht, so ist schön gelaufen und jetzt geht mal wieder alle nach Hause, wir regeln das jetzt, doofe Kinder. Weil das ist die Message, die im Moment ankommt, und das braucht niemand. Das braucht die Verwaltung nicht und das brauchen die freiwilligen Helfer nicht. Das ist jetzt der nächste Schritt, der gegangen werden muss, dass man das sinnvoll verknüpft. Dankeschön. Ich habe da direkt eine Nachfrage, denn ich habe gesehen, also einzelne Kommunen haben bereits sozusagen ganz bewusst jetzt sozusagen, wie soll ich sagen, freiwilligen Meldeformulare, Helfermeldeformulare schon rausgehauen. Ich glaube, Dortmund war gerade mit als die hauptbetroffenste Stadt eine der ersten, die das gemacht hat. In Düsseldorf ist es
haben wir ja eine entsprechende Stelle schon vor Wochen, wurde da geschaffen, wo man sich registrieren kann. Deswegen, und anhand deines Gesichtsausdrucks, glaube ich, ist die Frage von mir relativ berechtigt, weil mich nämlich interessiert, wie das aussieht im Umgang mit sozusagen der freiwilligen Registrierung der Helferinnen und Helfer. Weil das ist, glaube ich, läuft nämlich nicht so gut, wie es sich gerade nach außen hin darstellt, auch wenn da PR-mäßig schon an einigen Strippen gezogen wird. Toso, kannst du dazu was sagen? Das ist halt, ein bisschen doof. Ich nehme jetzt keinen Einzelnen raus, ich sage nur, wie es generell gelaufen ist. Wir haben vor Monaten, also wirklich vor 6 oder 8 Monaten schon darauf hingewiesen, dass es ganz, ganz viele Helfer und Hilfsbereitschaft gibt und dass sie koordiniert werden muss. Das ist von den Strukturen der Stadt nicht aufgenommen worden. Übrigens nicht nur der Stadt, auch die Bezirksregierung hat das nicht aufgenommen, auch das Land hier hat das nicht aufgenommen. Wir haben es Herrn Jäger vorletzten Freitag das letzte Mal im Kommunalausschuss nochmal mitgegeben, sehr deutlich mitgegeben. Und da ist uns gesagt worden, nein, wir brauchen kein zusätzliches Personal. Das ist so deutlich gesagt worden, nein, wir brauchen kein zusätzliches Personal. Gestern lese ich dann von einem Bundeswehreinsatz im Innern. Auch wenn diese 24 Soldaten in Dortmund zur Hilfe da gerufen worden, um humanitäre Hilfe zu leisten. Menschen, die geflüchtet sind, aus einem Kriegsgebiet von Soldaten empfangen zu lassen, in Uniform, in Feldtarn, ist nicht eine optimal rübergebrachte Idee. Wenn ich dann gleichzeitig 200 zivile Helfer da habe, die genauso gut oder so schlecht ausgebildet sind wie die Soldaten an der Stelle, dann ist es vielleicht sinnvoller, freiwillige Helfer zu nehmen. Nichts gegen den einzelnen Soldaten als Menschen, kein Ding. Aber der ist auch nicht ausgebildet, um solche Dinge da zu bewältigen. Soldaten sind dazu ausgebildet, Kriege zu führen und nicht mit den Folgen von Kriegen auf menschlicher Ebene klarzukommen. Dann können wir genauso gut bitte die freiwilligen Helfer da ins Boot holen, die wirklich zu Hunderten zur Verfügung standen. Und diese Koordinierung, die du ansprachst, Grumpy, mit den das wäre total toll, wenn wir vor 6 Monaten, als wir das eingebracht hätten, haben, wenn es da eine koordinierende Stelle gegeben hat. Inzwischen gibt es einen Verein, der sich darum kümmert, die machen das toll, das ist aus der Not geboren oder aus der Eigenverantwortung, Organisation der Helfer, Ankommen e.V., die machen das super, die sind natürlich völlig überlastet, da helfen wir, was wir können. Dann gibt es jetzt endlich eine Webseite aller NGOs in Dortmund, DRK, AWO, alle anderen auch da drin, die zumindest an der Stelle zusammenarbeiten, um dass man sich da melden kann. Dann gibt es am Corninghaus selber eine Stelle, wo man sich eintragen kann. Und von der Stadt gibt es jetzt auch nochmal ein Portal. Eventuell wäre es auch da nicht schlimm, wenn man da koordinativ eingreift. Das kann man zusammen besser machen. Dann muss man nicht 5 Datensätze mit 32 gleichen Einträgen wieder zusammenbringen. Das spart Ressourcen, das wäre total sinnvoll. Danke. Danke, Toso. Dann habe ich Dietmar Frank. Ja, erstmal vielen Dank, Toso, für die Schilderung deiner Eindrücke. Das sollten viel mehr hören und mitbekommen als die Menschen, die jetzt vielleicht im Stream sind. Du sprachst an, ich sag mal, dieses Missverhältnis von Krisenmanagement seitens der Landesregierung auf der einen Seite und dem wirklich eher selbstorganisierten Hilfsangebot seitens der Zivilgesellschaft, aber auch seitens der Verwaltung. Ich habe gerade mal geguckt, wir müssen bei allem aktionistischen Engagement, welches wir auch vor Ort an den Tag legen können, natürlich hier unserer Aufgabe irgendwo auch gerecht werden und die Sache politisch notfalls eskalieren. Die Eskalation in diesem Themenbereich, seid mir nicht böse, aber ist mir aus ehrlich gesagt noch ein bisschen zu gering. Eskalation auf politischer Ebene heißt hier aus meiner Sicht der Landesregierung knallhart vor Augen zu führen, dass sie vollkommen versagt. Nicht nur hat, sondern auch zurzeit. Wenn sich ein Innenminister des Landes, der auch Kommunalminister ist,
der aber im Übrigen auch die Fach- und Dienstaufsicht über den Katastrophenschutz im Lande Nordrhein-Westfalen hat. Und wenn man dann weiß, dass, wobei eben Katastrophenschutz eher zur Gefahrenabwehr da ist, aber insbesondere auch zum Schutz der Bevölkerung im Falle von Katastrophen, ist es nun in dem Falle, wo keine Katastrophe vorliegt, doch wohl ein leichtes. Die 13.000 hauptberuflichen und 79.000 ehrenamtlichen Kräfte, das sind im Übrigen, das sind übrigens hauptsächlich auch Feuerwehrleute, die auch ausgebildet sind, auch im psychologischen Bereich, auch gerade mit der Problematik von Traumatik, der Lukas wird es vielleicht bestätigen, weil er ja nun Feuerwehrmann ist, aber auch im Umgang mit problematischen Individualsituationen, die einzusetzen. Genauso wie das Technische Hilfswerk und alle Organisationen, die eben haupt- und ehrenamtlich unterwegs sind. Da kommen so viele tausend Kräfte allein in Nordrhein-Westfalen, auch außerhalb von Militär und Polizei, zum Tragen, die... Und da sollte sich das Krisenmanagement in der Landesregierung einfach mal wirklich hinsetzen und vielleicht versuchen, intelligent darüber nachzudenken, mit all den vielen hundert von Beamten, die dort sitzen, wie denn das hier sinnvoll gemacht werden kann. Und wenn sich ein Innenminister, wie gestern, auf einer Pressekonferenz des Innenministeriums hinsetzt und die Bezirksregierungen auffordert, unverzüglich, innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, 5.000 Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen, ohne gleichzeitig diesen Bezirksregierungen in Aussicht zu stellen, von den derzeit vorhandenen 2,2 Milliarden Überschuss im Land Nordrhein-Westfalen auch Geld zur Verfügung zu stellen und dies zumindest mal anzukündigen, dann halte ich das für ein weiteres Versagen. Ja, ich meine, ich kann mich natürlich genauso wie eine Opposition hinsetzen und sagen, wir fordern, wir fordern, wir fordern. Aber wir haben es hier mit der Exekutive des Landes Nordrhein-Westfalen zu tun. Die kann ja auch fordern, aber sie tut nichts dafür. Da nützt es sicherlich nichts, wenn Herr Innenminister Jäger zum Hauptbahnhof nach Dortmund fährt, dort ganze Tunnel versperren lässt mit seinen Sicherheitskräften und der Pressemeute und dort Interviews gibt, während Hunderte von Helferinnen und Helfern versuchen, den ankommenden Flüchtlingen einen vernünftigen Weg durch den Bahnhof zu und vernünftiges Geleit durch den Bahnhof zu bereiten. Unfassbare Zustände sind das. Und ich glaube, und ich bin mir sicher, wir müssen hier weiter knallhart, auch öffentlichkeitswirksam, diese Landesregierung anprangern hinsichtlich des Versagens. All die schönen Worte, die wir auch bei der Unterrichtung der Landesregierung durch Frau Ministerpräsidentin Kraft am Mittwoch gehört haben, sind und bleiben warme Worte. Ich hatte das in Zusammenhang mit einer anderen Rede, die ich ja dann gehalten habe, gesagt. Es nützt einfach nichts. Es nützt einfach nichts zu sagen, es passiert hier irgendwas und die Menschen sind alle toll im Land Nordrhein-Westfalen. Ja, genau das ist nämlich der Punkt. Das wird ja uns als Opposition auch immer vorgeworfen, wir würden das Land schlecht reden. Nein, das Land ist, Michel hat es glaube ich auch gesagt, du hast es glaube ich auch gesagt, Frank, ich habe es letztendlich auch gesagt, das Land ist toll. Die Menschen sind vor allen Dingen toll und das ist das, was Truso im Prinzip hier auch bestätigt und viele andere Mitteilungen auf Twitter, Facebook und wo auch immer, auch in den Zeitungen. Das Land ist hervorragend und diese Landesregierung ist eine Katastrophe. Ja, dafür brauchen wir einen Katastrophenschutz und dafür sind wir da und wir müssen das anprangern. Ja, wir müssen das anprangern. Wir sind im Prinzip hier der Katastrophenschutz für die Bevölkerung dieses Landes, die davor geschützt werden muss, dass diese Landesregierung in diesem Stile weitermacht und nicht nur auf diesem Gebiet, aber ganz besonders auf dem Gebiet dieser menschlichen Schicksalsbewältigung im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, die hier ankommen. Danke. Danke, Dietmar. Frank. Ja, danke, dass du das Mikro wieder ausmachst. Ja, Dietmar, du hast gerade gesagt, also die Menschen hier im Land, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch in Bayern, in München. Ich sag mal, die letzten Tage, was man so gesehen hat, was man gemerkt hat, die Menschen, die Bevölkerung, die haben die Politik in Deutschland getrieben. Die haben Merkel getrieben, dass sie die Grenze aufgemacht hat, zugesagt hat, dass die Leute hier aufgenommen werden. Die haben
die NRW-Regierung getrieben. Ich meine, es ist, ich weiß, schwer für alle Leute, die mitgemacht haben, oder für uns alle, die wir das auch unterstützen, dass Flüchtlinge nach hier kommen, ist schwer zu ertragen, wenn sich dann die Köpfe der Regierung da hinstellen und inszenieren und so tun, als hätten sie es gemacht. Das ist, ja, ist schwer. Wir werden, Dietmar, da kannst du dich drauf verlassen, wir sagen es nicht zum ersten Mal, dass Minister Jäger versagt hat, wir haben es schon häufig und deutlich gesagt. Ich sehe jetzt aber, was die politische weitere Bewertung und politische Arbeit angeht, die Hilfestellung ist das eine, ne? Die zu schätzen und zu stützen ist das eine, und dann aber, wir müssen ja aufpassen jetzt, wir haben die Finanzierung der Hilfe, die jetzt im Haushalt zur Debatte steht. Wir haben Gesetzesänderungen auf Bundesebene, die sehr tief eingreifen in viele Rechte, die wir hier haben. Nicht nur das Recht, dass, oder, dass der Bund direkt an die Kommunen Geld gibt. Wir haben Veränderungen im Asylrecht, die im Raum stehen. All diese Sachen müssen wir jetzt hier bewerten, neben der Kritik an der Organisation. Und ich jetzt noch ein paar Sachen sage zu diesen Rechtsgeschichten, wollte ich noch mal ganz kurz auf Toso, du hattest Dinge in Aussicht gestellt, die jetzt gemacht werden müssen, die Koordination der Hilfe. Das wäre eigentlich auch was, wo jeder noch mal im Wahlkreis gefordert ist, zu Hause in seinem Bereich halt zu gucken, was passiert da. Die Kommunen sind sehr, sehr unterschiedlich mit ihren Aktivitäten, brauchen teilweise, obwohl die Medien voll sind, immer noch mal einen Schubs, wie sie es machen sollen. Also dass zum Beispiel der Hinweis auf ein Hilfstelefon, ein Kontakttelefon auf die Hauptseite, auf die Startseite der Stadt gehört. Das ist leider immer noch nicht überall so. Da kann man mal vorsichtig anklingeln, ob das denn nicht mal kurzfristig gemacht werden könnte. Und dass man halt in seinem Wahlkreis mal einen Blick drauf hat, was passiert da, gegebenenfalls Rückmeldung nach hier gibt, um zu gucken, ob wir da helfen können. Gleich kommst du noch mal dran. Zur grundsätzlichen Situation, Flüchtlingsunterbringung. Der Aufruf nach den Unterbringungsplätzen, der ist, ja, das ist die nackte Not. Ich meine, dass er das macht, vor 3-4 Monaten, nee, letztes Jahr wollten wir das schon mal haben, bringt aber auch nichts, dass wir das alles, dass wir viele Sachen schon lange haben wollten. Jetzt muss halt hier gehandelt werden, aber Minister Jäger wird garantiert nicht vom Pranger gelassen. Da steht er seit Monaten und da bleibt er auch auf absehbare Zeit. Er sollte da weg. Ja. Hey. Am Pranger. Am weg. Pranger. Gut. Ja, genau. Was habe ich hier noch stehen? Achso, genau, was ein ganz wichtiger Punkt ist, der jetzt hier noch, der hier noch rausgestellt werden muss. Wir haben so viel Diskussion über Flüchtlinge neutral, das heißt relativ unabhängig, wo sie herkommen. Das finde ich sehr gut, weil es muss so sein, dass die Herkunft keine Rolle spielt, wenn jemand als Flüchtling nach hier kommt. Wir haben aber, und das ist in der ganzen Diskussion oder auch in der Berichterstattung über die Hilfe, die jetzt hier geleistet wird von den Menschen, fällt da ein bisschen unter den Tisch, was nämlich nebenher passiert. Es werden nach aller jetzigen Erkenntnis bestimmte Einrichtungen vorgesehen, dass da nur Menschen aus bestimmten Herkunftsländern untergebracht werden. Das ist, nennt sich Aktionsplan Westbalkan. Das passiert nebenher, das passiert neben den schönen Bildern von der Hilfsbereitschaft und den glücklichen Flüchtlingen hier. Und da werden wir auch die nächsten Tage noch kräftig darauf hinweisen und deutlich machen, so geht das nicht. Wir brauchen hier gleiche Behandlung für die Menschen, die nach hier kommen. Ja. Vielen Dank, Frank. Dann habe ich den Lukas und den Toso. Danke, Grampi. Dietmar, ich hatte das Gefühl, bei dir ist ein bisschen so eine konkrete Idee irgendwo entstanden, das mit der Feuerwehr. Du hast auch absolut recht.
unglaublich gute und gut ausgebildete, vielfach ausgebildete Leute, total stressresistent, gut aussehend. Ich weiß, ich war selber mal einer. Ich war selber mal einer. Gut aussehend. Beruhigt euch doch, alles wird gut. Nein, ich kenne Kollegen andersrum. Die Berufsfeuerwehr sind ja in der Regel Kommunalbeamte. Wir haben von Frank gehört, die Kommunen sind überfordert. Ja, die rotieren halt irgendwie im Kreis. Bei der Feuerwehr sieht es aber auch ähnlich aus. Ich kenne selbst Kollegen, die laufen mit, festhalten, 1000 Überstunden durch die Gegend. Ich kenne oder ich weiß von Einsatzfahrzeugen, die rausfahren, die sind nicht zweckmäßig besetzt. Man hofft im Einsatzfalle, dass da noch ein paar Freiwillige nachkommen. Ich befürchte, dass wenn der Dienstherr dann seinen Kommunalbeamten dann auch noch sagt, hör mal, da kommen ein paar Flüchtlinge, geht da doch mal bitte aufbauen, befürchte ich, dass denen die Gesichtszüge ein bisschen entgleisen werden. Denn Fakt ist, die Stimmung häufig in Kommunen ist sehr kalt zwischen der Stadtführung und der Feuerwehr. Und ich weiß nicht, ob wir uns oder ob wir denen da irgendwie einen Gefallen mit tun, beziehungsweise nicht die Situation sogar verstärken, dass sich der Frust seitens Feuerwehr auf die Führungsspitze in der Stadt richtet, dass der sich dann auf einmal irgendwie wendet gegen tatsächlich die Menschen, die zu uns kommen und Hilfe brauchen, zweifelsohne. Aber das sind dann halt irrationale Gefühle, die dann vielleicht entstehen im Rahmen von Überforderung. Insofern würde ich dich darum bitten, dass du vielleicht mit solchen Ideen vorsichtig agierst, weil das könnte halt irgendwie sich in eine Richtung entwickeln, die wir halt nicht wollen. Ja, das war es auch eigentlich schon. Vielen Dank, Lukas Toso. Nur noch Dinge, die ich wieder vergessen habe. Also zum einen... Die Organisationen, die da jetzt geholfen haben in Dortmund, waren zum Beispiel auch gar nicht alle aus Dortmund. Freiwillige Feuerwehr kam zum Beispiel auch aus Hagen. Genau. Das hat eigentlich hervorragend funktioniert, auch größtenteils in der Selbstorganisation, ohne irgendeinen Stab. Punkt 2, auch die ganzen Initiativen, Entschuldigung, auch die ganzen Initiativen, die grundsätzlich ja nur aus Bürgerengagement leben, haben da großartige Arbeit geleistet. Ich sage nur Freifunk. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Hype war, als da das Freifunknetz an den Start gegangen ist im Koininghaus. Was das für eine Beruhigung für die Leute war, weil sie kommunizieren konnten und ihrer Familie die Unsicherheit nehmen konnten, ob sie jetzt noch auf dem Weg sind, die Einzelnen, oder ob sie in Sicherheit sind. Das, wenn man sich die Auslastungskurven anguckt, da sind unsere Parteitage Kindergeburtstag gegen. Also das ist so dermaßen wichtig, wo man ja sagt, ja, was sollen die jetzt mit WLAN? Ist doch Quatsch. Nee, es ist total wichtig. Und diese Initiativen machen das total klasse. Innerhalb von einer Stunde stand da ein Netz, was für mehrere tausend Endgeräte nutzbar war. Das war einfach klasse. Was jetzt aber zum Beispiel mal direkt helfen würde, ganz wichtig, wären einfach Informationen. Die Busse starten aus Dortmund, demnächst auch aus Düsseldorf, immer mit 50 Menschen. Es wird aber weder vorab noch bei Abfahrt der Busse gesagt, wo gehen die denn hin? Wäre diese Information einen Tag vorher da, dann hätte man am Zielort der Busse auch direkt wieder Helfer, die sich einbringen würden. Und so verschenkt man da ein Potenzial, was einfach Mist ist. Das ist eine einfache Information. Die kostet kein Geld, die kostet keine Ressourcen. Das muss man einfach nur machen. Da reden wir uns im Mund fusselig inzwischen. Das wäre total toll. Liebe Bezirksregierung Arnsberg, ihr wisst das, wo ihr die Busse hinschickt, sonst wüsste der Busfahrer nicht, wohin soll. Haut diese Information doch einfach raus. Die Bezirk Arnsberg ist bestimmt nicht im Stream. Doch. Vielleicht wird es Ihnen ja weitergetragen. Ja. Genau. Und ich möchte mich, weil man hier ganz viel über Politiker redet, die da rumhängen, was weiß ich, egal, Wumpe ist mir an der Stelle. Ich möchte auf Twitter besonders Fräulein Lara danken. Die macht das ganz hervorragend, die koordiniert das und es ist wirklich herausgehoben, was die Frau leistet. Danke. Fräulein Lara.
Danke, Toso. Danke, Fräulein Lara. Wir hatten etwas Ähnliches schon mal in einem anderen Zusammenhang mit einem Sturm. Die Leute vom MIG, die da gerade in einer kleinen Runde sitzen und sich aus Spaß nebenbei diesen Stream anhören, ihr könnt ja einfach nochmal hingehen selber, liebe Ministerialbeamte, kurz die Infos aus den einzelnen BEZ-Recs sammeln, Bezirksregierungsbezirken, und selber auf nrw.de einfach mal veröffentlichen. Dann könnt ihr intern auch hingehen, all diese gesammelten Informationen in eine einzige App packen. Diese App lasst ihr dann einmal von einem Übersetzungsbüro ins Farsi und sonst wohin übersetzen. Packt die dann in einen Store eurer Wahl, bitte kostenfrei. Und vielleicht ist das mit einer der Punkte, wo wir dann auch für die Bürgerinnen und Bürger im nächsten Schritt mehr Informationen sammeln können, um diese dann da reichen zu können. Nur so als Vorschlag, ansonsten bringen wir halt einen Antrag irgendwann ein für eine Flüchtlings-App. Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu diesem Top? Ja, genau, ich muss mich kürzer fassen. Wir kriegen das mit der Technik auch noch in den Griff, ist aber auch nicht so schlimm. Jetzt bin ich verrutscht in der Tagesordnung. Ich bitte um Verzeihung. Wir haben 11.16 Uhr. Top 6. Oh, Count Gromgoy. Ach nein, Grumpy. Top 6 wären die Umlaufbeschlüsse. Ich kopiere gleich noch eben den Link rein. Es geht auch hier um die Flüchtlingssituation beziehungsweise um einen dafür ausstehenden Nachtragshaushaltsentwurf und die mögliche Debatte, die sich dann im kommenden Plenum daran anschließen wird. Aus der PGF-Runde kann ich sagen, halt uns wurde ein Entwurf zugesichert, sobald er steht. Ich bin da im Kontakt auch mit den anderen parlamentarischen Geschäftsführern. Von daher habe ich diesen Umlaufbeschluss gestoppt und sehe nicht die Notwendigkeit, diesen jetzt hier abzustimmen. Ich selber werde damit mehr oder weniger sofort losrennen und entsprechend die einzelnen Ressorts ansprechen. Eventuell spielt da, das habe ich jetzt vergessen mit reinzuhauen, das muss ich gleich noch eben nachtragen. Es ist halt nicht nur Haushalt und Finanzen, es ist nicht nur Innen, es ist vor allen Dingen auch der Bereich Bildung wird davon betroffen sein. Das sind die drei großen Hauptbereiche, die mir da gerade einfallen. Nachtragshaushalt für Flüchtlinge. Das war jetzt in Bezug auf einen fragenden Rückblick seitens des Vorsitzenden. Ich wusste nicht, bei welchem Thema du warst. Ich habe den Einstieg. Top 6 ist es, genau. Von daher, wenn da jetzt nicht der Bedarf besteht, einen von mir gestoppten Beschluss abzustimmen, dann würde ich den einfach für beendet erklären. Okay, dann erkläre ich diesen Umlaufbeschluss für beendet. Top 7 Sonstiges, gibt es noch eine kleine Terminproblematik, auf die mich Creon gerade auch nochmal aufmerksam gemacht hat. Bitte alle noch einmal gucken für den 21.09. Brauchen wir noch ein Mitglied aus dieser Runde. Das müssen wir jetzt hier aber nicht beschließen. Das können wir eben auf der Arbeitsebene klären. Wer da eventuell zu einem Außentermin fährt, es geht um eine nach Gronau mal wieder. Ach ja, genau, eine leckage geschlagene Ölkaverne. Liebe Grüne, arbeitet mal wieder ein bisschen mehr in eurem Bereich. Herr Minister Remmel, Sie können auch mal wieder aktiv werden. Gibt es dazu Gesprächsbedarf? Gibt es den Wunsch, ein bestimmtes Thema auf die Schnelle noch in dem Bereich Sonstiges zu erwähnen, noch irgendwelche Termine neben der anstehenden FSA kommenden Samstag in Neuss, zu der möglichst viele Leute bitte aufgerufen sind, aufzuschlagen, neben unserer eigenen Veranstaltung, zu der Olaf vielleicht noch zwei Sätze sagen kann? Dann sage ich nämlich ganz einfach mal, Olaf, Frank, Joachim. Ja, zu der Veranstaltung am nächsten Samstag im Unperfekthaus in Essen habe ich ja schon mehrmals aufgerufen. Es haben sich schon eine Menge Leute angemeldet, sind aber immer noch Plätze frei. Von daher, jeder, der Interesse daran hat und nicht unbedingt zu der FSA-Demo möchte, sei doch mal überlegt, ob er sich nicht auch für Kinderrechte interessiert oder zumindest jeder, der sich für Kinderrechte interessiert, fände ich sehr gut, wenn er am Samstag nach Essen kommt.
insbesondere wenn es Jugendliche sind. Also insbesondere sind alle Leute eingeladen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, wie es so schön heißt. Und denn auf die Informationen sind wir angewiesen. Wir wollen wissen, was ihr in der Politik machen wollt und das unter Umständen auch dann hier im Landtag einbringen. So viel zu der Veranstaltung am nächsten Samstag in Essen. Uhrzeit, anfangen tut die Veranstaltung um 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Danke, Olaf. Frank? Ja, ich wollte auch nur noch mal hinweisen, das ist zwar der gleiche Tag, aber ein bisschen weiter weg, OWL, Bad Salzuflen und Lemgo, da gibt es jeweils einen Bürgermeisterkandidat. Und für die vielen Menschen aus OWL, die gerade zuhören, da gibt es in der Innenstadt Infostände. Und man freut sich auf Begegnungen. Ich bin auch noch mal da und wir freuen uns alle auf eine tolle Wahl einen Tag später. Vielen Dank, Frank. Joachim? Ja, ich wollte noch darauf hinweisen, dass Olli am kommenden Sonntag, den 13. September 2015, die historische Chance besteht, 40 Jahre CDU-Herrschaft im Rhein-Kreis Neuss zu brechen. Es gibt ein Fünf-Parteien-Bündnis, bestehend aus den Grünen, der SPD, den Piraten, den Linken und der Freien Wählergemeinschaft in Grevenbruch und Korschenbruch. Und am Freitag, am kommenden Freitag um 18 Uhr, ist für diese Wahlkampftour unter dem Motto Gemeinsam Bund stark die Abschlusskundgebung in Neuss auf dem Marktplatz vor dem Zeughaus. Und ich fände es klasse, wenn sich noch Leute blicken könnten, die das Ganze ein bisschen bunt machen. Wahlkampforganisatoren sind übrigens zwei Piraten, nämlich Artgerecht und der faire Pirat, die das ganze Ding wirklich mit Bravour hingelegt haben, mit großem Einsatz. Und 18 Uhr, Abschlusskundgebung und danach gehen wir Bier trinken. Ich habe mir sagen lassen, Neuss ist da gut ausgestattet. Okay, wir wuppen das gerade nochmal allgemein um, in der Hoffnung, vielleicht ein X-Anteil einer Steigerung vorzunehmen. Ich persönlich fände es super, wenn alle die Oberbürgermeisterwahlen vor der Haustür anstehen haben, dass sie am Sonntag, wann auch immer, vor 18 Uhr es schaffen sollten, die Wahllokale zu besuchen und entsprechend für mehr Spannung im Ehrenamtsbereich der Bürgermeister, der Landräte und der Oberbürgermeister zu sorgen. Und für alle anderen, die aus dem rechtsbraunen Lager kommen, ihr wisst, euer Termin ist am Montag, geht ihr zur Wahl. Und von daher, wenn es für diesen Punkt keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich dann den Top schließen und die Sitzung entsprechend unterbrechen. Gibt es noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, unterbrechen wir die Sitzung mit dem öffentlichen Teil oder schließen die Sitzung mit dem öffentlichen Teil um 11.23 Uhr, gehen um 11.40 Uhr in den nicht öffentlichen Teil. Ich möchte mich ganz herzlich diese Woche bedanken bei allen und im Übrigen auch nochmal für die Arbeit der vergangenen Woche, auch bei der gesamten Fraktion und bei den Tippgebern, auch von außen immer zwischendurch. Ich brauche das. Bis nächste Woche. Okay, danke. Tschüss. Also vielleicht für den